Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hinter Marv, mit dabei, Basti Edler her. Moin Moin. Unser Extrafahrer. Moin Moin. Und, ja. Das Putt. Aha. Das kann nur noch klappern. Aha. Das war gar kein Geräusch, nur das Klappern von irgendwas. Das ist der Häcksler. Hier klappt immer ein Ton. Ich weiß den Ton vom Traktor und vom Häcksler. Aha. Ja. Du bist ja quasi dabei, ne? Ja. Ein Maiskolb wie der andere, ne? Ja. Also es fällt schon geschafft. Rein. Geht so schön rein da. Ja, ich geh mal gucken, was unter Grasmäher macht hier. Ja, nichts. Ja, die zweite Runde fällt er gerade. Aber viel Gras kommt hier nicht runter. Hier hast du nicht gedüngt. Mhm. Ja. Ja. Der Motor ausgemacht wurde. Ja, wir brauchen noch Geld, ne, fürs Feld, ne? Ratsfeld 16, 1,5 Millionen, glaube ich. Mach so nebenbei. Das ehemalige Feld 16. Ja, genau, 19 ist es heute, ne? Yep. Die 6 wurde umgedreht. Bringt es immer durcheinander. Muss man sich dran gewöhnen. Alles gut. Ich weiß ja, welches Feld du meinst. Wie kann man nur die Nummern ändern, ne? Ja. Aber das ist eine Sache der Gewöhnung, ist das. Das Schiebeschild funktioniert nicht so wie es soll. Schiebt gar nicht. So breite Reifen haben. Habe ich schon gesagt, dass ich müde bin? Das höre ich raus, brauchst du nicht erwähnen. So wie. Da gibt es eine Methode für. Da müssen ein paar Nägel außen auf ein Brett rein und dann setze ich drauf. An diese Idee halte ich irgendwie nicht so viel. Schmerz macht munter. Ja. Du könntest auch einen Hammer nehmen. Den linken Daumen oder rechten Daumen. Und da mal leicht raufhauen. Oh, oh, ja. Aber nimm keinen großen Hammer, da reicht auch ein kleiner aus. Was denkst du, wie wach du plötzlich bist? Du kannst auch eine Nadel nehmen und mit dem Faden und dann mal ganz kurz ein Kreuzdings annähen in der Hand. Ja, könnt ihr machen, ja. So ein, zweimal. Dann bist du so munter. Du stehst auf. Du willst gar nicht mehr ins Bett gehen, weil du so munter bist. Was willst du auch im Bett? Im Bett sterben die meisten Leute. Denk an die Affenpocken. Ja.
ist sie doppelt. Mhm. Kontrollbildschirm sehe ich die auch fahren. Mhm. Jo. Ich hätte über meinen Schneidwerk. Vielleicht könntest du ja auch eine Methode machen zum Munterbleiben. Hypnose. Ich bin munter. Ach, ich bin nicht müde. Oh. Ich bin munter. Ich bin nicht müde. Ja. Ich habe letzten. Nee. Schon eine Weile her. Da hatte ich Frühstück gehabt. Da bin ich abends gegen 9:30 ins Bett gegangen. Konnte nicht einschlafen. Ja. Dann konnte ich gar nicht schlafen. Dann bin ich praktisch früh um, also sehr pünktlich zur Arbeit gefahren. Und ist ein Frühjahr angefangen. Bisschen nur. Und dann bin ich zum Feierabend nach Hause gefahren. Dann habe ich gebadet, gegessen und dann war ich um 17 Uhr wieder im Bett. Tja. Wenn du eine Nacht nicht geschlafen hast, das merkst du sofort. Ja. Dann weißt du, was ich in der Woche schaffe mit Aufnahmen, ne? Ja. Wenn ich richtig müde bin, dann mache ich keine Aufnahmen. Das ist nach der Arbeit so ganz furchtbar. Also eigentlich die Spätschicht besser, weil ich früh ausschlafen kann. Denk dran, es ist Silvester, du willst noch raus, willst knallen. Aha. Dann bist du auch munter. Nö. Ja doch, da habe ich Alkohol. Ich weiß, und deine Brüder waren auch so. Große Klappe, und wenn man so weit war, sind sie eingepennt. Ja. Naja, du, das ist halt so, ne? Ein junger Mensch braucht mehr Schlaf. Ja. Können Sie auch Gastrolle machen, ne? Eine Runde Cosplay. Aha. Nächster Abfahrer ist da. Ah, das geht schon. Das packst du noch. Noch knappe 20 Minuten noch. Ja. Ist ja gerade mal 11. Ja. Stell dir vor, du hast Nachtschicht und musst zur Arbeit um 10. Aha. Kann aber auch voll schlechte Gedanken machen. Ich hab's ein paar Jahre gemacht, Nachtschichten. Ja. Hat auch Vorteile. Da kriegst du mehr Geld. Nee, du hast auch tagsüber frei und kannst Sachen erledigen, die du nicht machen kannst. Ja, gut. Eine Arbeit kriegst du immer Geld. Alles andere ja Unsinn. Wer macht dann sowas? Weiß ich auch nicht. Du, ne? Nein. Ich weiß ja nicht, was du sonst noch lernen könntest bei euch da oben, was du ein Jahr verdienen könntest. Du könntest einen großen Rechner kaufen. Noch komme ich mit dem hier klar. Auch ist kein neuer vonnöten. Glaube ich dir. Mal schauen, was der 4000er Grafik gerade sagt. Erstmal kommt der Urlaub. Jo. Die neue Technik kommt meistens raus im November, Oktober. Und
dann muss sie wirklich beweisen, ob das wirklich so stimmt, ne? Mit der, was sie immer so versprechen. Mit einem Gewicht kein Wasser rein, theoretisch. Was ist? In dem Gewicht, was ich habe, geht da kein Wasser rein? Nee. Nein. Das ist blöd. Ja. Dann muss es so gehen. Ja, Freitagsteam ist oder Aufnahme haben blöd, ne? Aha. So war mehr Zeit. Das müssen wir wieder umschmeißen. Sonst Samstag besser passt. Von der Zeit her. Passt ja, aber ich bin halt ein bisschen müde. Dann machen wir nächste Woche wieder Samstag Livestream. Okay. Und dann hast du das Problem Müdigkeit nicht da. Mhm. Mein gut, 6 Folgen reichen auch. Muss ich auch mal schade, Freitag kriegt man so um den Tag 4-5 Opfer weniger. Ja, meine Güte. Theoretisch. Frage ist, man weiß ja vorher nicht. Manchmal hast du, da hast du eine Folge, da hast du viele Aufrufe und eine andere Folge wieder ganz wenig. Das ist unberechenbar. Kann man so nicht sagen. Ah, dann. Das macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt jeden Freitag müde bist. Der Livestream ist ja auch so kurz. Also 2 Stunden ist das meist Minimum, ne? Ja. Das heißt bis 10 normalerweise. Ja, dann mache ich Freitag in der Regel einen Icarus-Livestream. Das ist mir im Grunde egal. Freitag kommt ein Update. Icarus meistens. Und dann kann ich auf den Livestream starten. Und dann in der Woche fertig machen. Das ist ja, beginnt ja im Prinzip. Und dann wird man ja am Ende. Ja. Fünf Minuten hast du noch. Ja. Wird eins fertig dann? Nö. Gibt's keinen frei. Ist mir egal. Ja. Und du hast gesagt, du willst weitermachen. Ja. Ich hätte aber auch vorgeschlagen, Freitag Livestream und Samstag Aufnahme. Ja, du vergisst aber, weil er noch andere Sachen machen möchte. Das war ja auch dann nur eine Frage. Wenn ich Samstag die Aufnahme mache, dann habe ich ja Samstag keine Folge. Ja. Dann hast du Freitag keine Folge und Samstag auch nicht. Ja, doch, Freitag ist noch eine Folge. Naja, dann habe ich ja praktisch Freitag mit LS zu tun und am Samstag auch und dann mache ich ja was. Ich habe früher immer am Freitag die Thüringen gemacht und habe dann entsprechend in der Woche, nicht Quatsch, Freitag habe ich die Marsch gemacht, Samstag bearbeitet, Sonntag hatte ich die Thüringen gemacht. Aber dann eine Woche bearbeitet. Ja. Da haben wir zeitversetzt hochgeladen. Und irgendwann kam mir auch die Idee, mit einem breiteren Angebot zu machen, was auch andere Themen angeht. Wie Z&D2D zum Beispiel. To Die oder wie das Ding heißt. Ja. Und
Das hatte ich in einer Woche aufgenommen gehabt. Ist nicht so einfach. Mit der Zeitplanung. Ja. Da musst du jetzt durch. Mit dem Gas, Gas geben, Junge, Gas geben. Ich lasse mir Zeit. Und dann kommst du hin und warten, bis der Abfahrer kommt, ne? Ja. Steht aktuell gar keine. Und die alle bei mir. Ich habe einen riesen Berg hier. Wir fahren hier ganz komisch. Muss ich mit dem Dings verdichten, verteilen. Oh, voll. Voll. Gute Show, das soll es auch schon vor gewesen sein. Heute am Donnerstag, morgen Freitag kommt dann ein Livestream. Das wollten wir nicht machen, ne? Doch, doch. Ach doch? Ja. Ja, Freitag dann ein Livestream, 20 Uhr. Ich habe Frühstück, wir können auch früher anfangen, ne? Ja. Das würden wir manchmal um 6 Uhr anfangen. Können wir machen. Und dann müsste früher fertig zum Feierabend. Nur bei der Spätschicht, muss man um 8 Uhr anfangen. Ja, ist gut. Schauen, das soll es ja schon vor heute gewesen sein. Tschüss, ciao. Ja, bis morgen. Tschüss. Ciao. Jedes Mal.